Er liebt es, in Varnahem Gulon zu züchten. Ich frage mich... Ob diese beiden Nachkommen der Gulon sind, die er vor langer Zeit herbrachte. Das erklärt, wie sie in die Wüste kamen. Noch ein Geschenk für die Dunkelalm. Du willst also kein Lieblingsgedicht auswählen. Wie untypisch unentschlossen für dich. Ich habe schon ein Lieblings... Gedicht. Aus meiner Heimat. Was ist das? Ein Phantom! Böse Magie! Ziel auf den Runenkern! Verflucht! Seht euch das Ding an! Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an! Angriff! Magie, die aus uns allen entweicht, muss irgendwo landen.
Na los, lass hören. Du hast gesagt, du hättest ein Lieblingsgedicht aus deiner Heimat. Worum geht es? Um einen General. Ein Krieg. Wegen Liebe. Ich glaube, ich kenne es. Ging es dann nicht um ein merkwürdiges Pferd? Ja, aber so ist es nicht abgelaufen. Oh, eine wahre Geschichte also. Und du warst dabei. Ja. Das Gedicht gefällt mir besser. Tür von vorhin. Für die Tür braucht man zwei Schlüssel. Ja, stimmt. Suchen wir weiter. Freya, du sagtest, dein Bruder wollte das Weltenreichen lernen und hat sich in seine Lehrerin verliebt. Ja. Geld. Jemand, mit dem er reisen konnte wie nie zuvor. Also reisten sie und erkundeten den Weltenbaum von der Wurzel bis zu den Ästen. Doch eines Tages war es für Gerd an der Zeit, wegzugehen. Freya war untröstlich und beschloss, eine große Tat zu vollbringen, um sie zurückzugewinnen. Er setzte sich die größte aller Gesten zum Ziel. Er wollte der Erste sein, der die flüchtige Quelle des Bifrostlichts findet. Und es gelang ihm, wenn auch eher durch Zufall. Freyr glaubte, er fände sich am besten zurecht, wenn er sich mit einer mächtigen Mischung Warnenkräutern stärkte. Wenn er wanderte, dann wanderte er. Genug geredet. Sei bereit. Etwas. Und es ist nicht erfreut. Go!
mit dir. Da kommt etwas. Und es ist nicht erfreut. Ein Drache! Beeindruckt oder entsetzt? Was auch immer. Es ist vorbei.
Wie diese beiden wohl in einem Schlitten gespannt gelandet sind? Schon mal in einem Sandsturm geflogen? Freyr wird den Dunkelalben gezeigt haben, dass Gulon einen Flug ziehen können. Dann müssen sie einen neuen Nutzen für sie gefunden haben, als der Sandsturm kam. Jetzt werden sie wohl gezüchtet, um sich auf der Oberfläche fortzubewegen. Freya, hier. Eine Morgenblüte. Interessierst du dich jetzt für Botanik? Ha! Noch ein schlafender Troll, den Zwergen sei Dank. Also, Freya, wie hat dein Bruder es geschafft, zufällig die Quelle des Bifröstlichts zu finden? Indem er tat, was er am besten konnte. Von Kräutern berauscht herumwandern. Ein andermal. Konzentration.
Also, Freya, wie hat dein Bruder es geschafft, zufällig die Quelle des Bifröstlichts zu finden? Indem er tat, was er am besten konnte. Von Kräutern berauscht herumwandern. Und so schaffte er es, dass er beim Wandern vom Weltenbaum direkt im Seelensee landete. Nicht jetzt. Raus! Hinter dir! Freya, die Geschichte deines Bruders. Du sagtest, er wäre vom Weltenbaum zum Seelensee gewandert. Das stimmt. Die Alben hatten noch nie jemanden aus dem See kommen sehen. Es erregte also einige Aufmerksamkeit. Das ist ja urkomisch.
Ich weiß nicht, ob er dann seinen Charme spielen ließ oder sie ihn einfach so für eine große Gottheit hielten. Aber natürlich hatte er die Reise nicht unternommen, um Verantwortung zu übernehmen. Also blieb er nicht lange. Trotzdem wurde die Legende seines Erscheinens durch die Zeitalter weitergegeben. Sie überdauerte sogar die Spaltung, bei Licht- und Dunkelalben gleichermaßen. Und als er schließlich zurückkehrte, war er in der Lage, das Vertrauen beider Seiten zu gewinnen und zu helfen, Frieden zu stiften. Das Problem war nur, dass beide Seiten ausschließlich ihm vertrauten. Der Frieden hing also davon ab, dass er anwesend war. Und da der große Krieg sich hinzog und kein Ende in Sicht war, war wohl jede Art von Friedensabkommen unwiderstehlich für ihn. Selbst wenn es bedeutete, regieren zu müssen. Thank you.